In diesem Video möchte ich euch drei Tipps zum Arbeiten mit Katalogen mitgeben. Die meisten von euch kennen bestimmt den Weg über Exportieren Katalog 2DC, um ein Katalogelement abzuspeichern, damit mir dieses unter Hinzufügen Katalog im Bereich Benutzer danach in allen Dateien zur Verfügung steht. Für Elemente, die ich sehr oft benötige, gibt es noch einen weiteren eleganten Weg. Ich aktiviere das Element und wähle die Taste 2, mit welcher ich Clipboards erzeugen kann. Wenn ich hier eine Nummer über 100 eingebe, werden die Elemente nicht mehr ins Clipboard geschrieben, sondern in den Katalog. Ich wähle mir hier für den Planrahmen A1 die 101, A2 die 102, die 103 für den A3 und die 104 für den A4-Rahmen. Finde diese nun im Katalog mit diesen Nummern und kann diese nun mit der 3 fürs Einfügen von Clipboards 103 sehr schnell wieder abrufen. Dies funktioniert ebenfalls im 3D. Wenn ich jedoch aus Versehen solche Nummern abgespeichert habe und diese löschen möchte, kann ich im Bereich Einstellungen, Verwaltung, Katalog, User-Profil den Verwaltungsdialog öffnen und kann hier nicht mehr gebrauchte oder aus Versehen abgespeicherte Elemente auch wieder löschen. Hier gleich ein zweiter Tipp: Mit der Zeit summieren sich die einzelnen Katalogelemente auf. Eine elegante Variante, um Übersicht zu schaffen, ist Ordnerstrukturen anzulegen. Ich kann hier sehr einfach einen neuen Ordner anlegen und verschiebe mir dann die einzelnen Elemente in die Ordnerstruktur. So kann ich sehr einfach für eine übersichtlichere Struktur sorgen. Dann kommen wir schon zum dritten Tipp. Mit der Taste N gelange ich per Shortcut in den Katalog und kann hier ebenfalls zwischen Register, Benutzer, Catwalk und Favoriten auswählen. Oft ist es dann aber so, dass ich mich hier durch die Ordnerstrukturen durchwählen muss, bis ich ans gewünschte Bauteil komme. Diejenigen, die ich oft verwende, kann ich hier als Favorit auswählen und habe diese ab dann in der Registerkarte Favoriten direkt zur Auswahl. Eine weitere Möglichkeit bietet sich aber auch im Definieren, in welchen Ordner die Taste N springen soll. In den Einstellungen unter Kataloge finde ich Ordner für N definieren. Ich kann dann definieren, ob ich in den Catwalk Benutzer oder Favoritenordner springen möchte, kann rechts aber auch mit dem Ordnersymbol den gewünschten Ordner auswählen. Wenn ich hier zum Beispiel oft Balkenschuhe auswählen möchte, kann ich diesen Ordner auswählen. Hier wichtig zu wissen, ich muss diesen mit der mittleren Maustaste auswählen und so springe ich nun beim Betätigen der Taste N direkt in den Ordner der Balkenschuhe. Alle diese Funktionen können sowohl im 2D wie auch im 3D angewendet werden.